Servus Leute und willkommen zurück in DayZ. So, ja, wieder mal, oder ja, alleine schneller mal, einen Bart. Ich habe jetzt ein bisschen auf eure Kommentare, ja, gewartet sozusagen, bevor ich den aufnehme. Es ist jetzt 23:30 Uhr so ungefähr. Halt, ich habe mal gedacht, ich mache jetzt noch mal kurz einen, sozusagen jetzt den Bart auf, die Kommentare, die direkt mit einbeflussen. So, die Zelte haben die meisten gefunden, nur dort, wo Balkone sind. Das bedeutet, wir werden nur mal schauen müssen, dort, wo Balkone sind. Das nächste ist gewesen, was ich ja gefragt habe: Wie schaut's aus? Wie soll ich's machen? Soll ich pausieren? Soll ich einfach weitermachen? Soll ich jetzt mal, keine Ahnung, jeden zweiten Tag nur oder so fort und so fort und so fort? Ich schaue jetzt nebenbei ein bisschen die Balkone ab. Und vielleicht finden wir ja noch ein Zelt. Einer hat mir gerade geschrieben, er hätte ein Zelt für mich, wenn der Charakter nicht beim Deinstallieren gelöscht wird. Das sollte eigentlich funktionieren, halt eigentlich. Sollte das passen. Ich hätte voll Bock jetzt mal, weiß nicht, wieder mit einer größeren Gruppe. Irgendwelche, die Leute, die mit schon länger DC spielen, ein bisschen mehr haben vielleicht. Und dann mit einer größeren Gruppe zusammenzuspielen. Das könnte ich cool finden einmal. Da hätte sich vielleicht ein bisschen noch mehr PvP ergeben, weil wenn wir zu zweit immer sind, ist immer die Gefahr gewesen, dass wir relativ schnell umgeflogen sind. Ja, aber zurückzukommen, wie soll DC weitergehen? DC, gehen wir jetzt mal nach dem Entwicklungsstandpunkt aus, dauert jetzt noch bis zur Beta-Phase, bis circa in das Jahr 2015, Ende 2015 wird es in die Beta. In die Beta gegangen und angeblich erst 2016 veröffentlicht. Die geilen Dinge, die jetzt im nächsten Jahr kommen, sind Autos, sind Crafting-Systeme verschiedene noch, sind Housing-Systeme und so weiter und so fort, halt ziemlich geile Dinge. Nur das Problem ist halt, es wird halt immer, weiß nicht, 2 Wochen dauern, eine, was? Okay, das hat so ausgeschaut, kurz wie was Grünes, aber ich suche was Blaues. Na, da hätte ich jetzt nichts gesehen. Deswegen werden wir da auch runtergehen und wieder auf die andere Seite, auf das Hochhaus rauf. Bevor man fehlt. Ich bin jetzt auf einen Server gegangen, der ein bisschen voller ist. Halt nicht, wir werden da ein bisschen, ja, zumindest die, ja, die Mosen ziehen und werden herumlaufen. Ja, auf jeden Fall ist halt sozusagen der Plan von den Entwicklern, dass sie nächstes Jahr relativ viele geile Dinge rausbringen. Dieses Jahr waren jetzt einmal die Grundsachen wie Waffen vor allem bevorzugt, das Loot-System und so weiter. Nächstes Jahr kommt auch noch ein Krankheitssystem, ein besseres dazu. Ja, halt so viel Zeug, was ich da gelesen habe schon. Ich bin gespannt, was alles kommt. Auf jeden Fall, nur müssen wir sich, ja, halt müssen wir sich gedulden, auf jeden Fall. So, jetzt ist halt die Frage gewesen, wie machen wir es? Machen wir jeden zweiten Tag einen? Machen wir ja weiterhin jeden Tag einen? Machen wir, keine Ahnung, machen wir jetzt mal 2 Wochen Pause, 3 Wochen Pause oder sowas? Da gab es ein paar Kommentare, ja. Der eine hat gesagt, ja, mach Pause. Der andere hat gesagt, ja, mach jeden zweiten Tag. Der andere sagt wieder, wenn du Pause machst, könnte es sein, dass die Zuseher verschwinden. Das stimmt natürlich auch. Weil wenn man Pause macht, kann es passieren einfach, dass von heute auf morgen nachher, ja, wenn man wieder anfängt, das Projekt nicht mehr so gut geschaut wird, weil du sozusagen aus den Feed der Leute verschwindest und die schauen sich nur dein Projekt an, DC-Projekt an. Jetzt ist halt die Frage, was wir machen halt. Ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Ich hätte gerne mit einer bisschen, was nicht, größeren Gruppe mal was machen, weil es. So, warte mal, wie war das darauf? Also, warte mal, in die Hocke gehen. Und dann einfach raufklettern, so war das. So, ja, weil es dann ein bisschen vielleicht spannender wird auch und mehr passiert. Extrem geil wird es nachher erst werden, wenn man Autos haben. Weil mit den Autos sind wir einfach von A nach B 10-mal schneller und wir brauchen nicht mehr so ewig lang Jogging-Tutorial. So, warte mal, wo bin ich jetzt? Scheiße, ich bin aufs falsche Haus gegangen. Das bringt ja da nichts. Da kann ich nicht. Ja, es geht schon, aber ist ein bisschen mühsam. So. Halt, ich will auf jeden Fall weitermachen mit DC. Halt, auf jeden Fall alles zeigen und auch wenn es jetzt noch 2 Jahre sind. Ich weiß noch nicht, wie ich es am besten machen soll. Halt, es ist ein Projekt, was extrem geil ist, extrem viel gebracht. Oh, jetzt komm bitte, atme ein bisschen aus. Dass ich ein bisschen was sehe auch. Ich muss mich da weiter hinterstellen. Jetzt fliege ich sicher gleich runter, ich sehe schon kommen.
komplett auf den falschen hingestellt. So. Ja, ich gehe noch mal runter, glaub, oder? Gehen wir noch mal runter. Ich hätte gerne eigentlich die Häuserseite, halt die rechts von mir jetzt anschauen, weil das ein bisschen besser ist. Na, spring rüber. Ja, wie wir es machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es am besten machen soll. Halt, ich bin ein bisschen überfragt gerade. Mir taugt die sie noch immer, aber es ist halt wirklich, wie schon so oft gesagt, wir sterben, looten von neu, wir sterben, looten von neu. Das Problem ist, wenn du normal DC spielst, halt mit Leuten, die das öfter spielen, ist halt das wieder, ja, du bist nachher komplett woanders, wo sie sind. Und dann wird es wieder schwieriger, dass du sozusagen zusammenkommst. Jetzt ist halt die Frage, wie man das am besten machen kann, wie man erfolgreich DC ein bisschen vermarkten kann auch noch. Halt, es wird auf jeden Fall weniger gespielt, das ist ganz klar, und es wird auch weniger geschaut. Es spielen weniger und so weiter und so fort. Mir gefallen die Aufrufzahlen noch immer sehr gut für DC. Halt 100 Aufrufe ist eigentlich überhaupt kein Problem zu erreichen. Natürlich bei meiner Größe jetzt vom Kanal ist das, ja, für die ganzen Projekte, was ich so habe, außer LS, ist das ganz normal. Halt finde ich noch nicht, dass ich ein Projekt jetzt abbrechen würde. Jetzt ist halt nur die Frage, weil alleine, halt der Guten hat ihm, hat wir manchmal ein bisschen Probleme gehabt mit den Aufnahmen, halt mit den Terminen finden. Also ich glaube, da steht einer. Termine finden, weil das doch immer, ja, es sind doch 7 Parts in der Woche. Und da war es ein bisschen schwerer. Und dann wieder, wir sind ewig lang, jetzt sagen wir so die letzten 20 Parts, muss man einfach sagen, sind wir einfach nur, haben wir uns immer gegenseitig gesucht. Halb, sozusagen die letzten Parts sind wir zwar zusammengelaufen, aber davor war es lange Zeit so, dass wir nur irgendwie, ja, geschaut haben, dass wir uns finden, weil man nichts, ja, wenn man einfach. Der eine gestorben ist, der andere hat überlegt, dann sind wir zuerst da, dann ist da, waren wir kurz, wir haben fast zusammen gewesen und auf einmal ist der andere gestorben. So ungefähr. Oder dasselbe noch einmal. Und das ist halt das Problem, was einfach bei dem Spiel, ja, ein bisschen ist. Und so verliert man auch, halt, wenn man nicht die ganze Zeit zusammen ist und nicht zu viel gemeinsam sieht, wird es halt ein bisschen manchmal langweilig. Und man macht ja doch immer dasselbe. Und man schaut immer, dass man wieder zusammenkommt. Es ist ein bisschen schwer, ich weiß nicht, wie man es am besten machen soll, das Ganze. So, die Häuserseite schauen wir sich von hinten an. Nochmal drüber springen, danke. Und nicht runter springen, ganz wichtig. Und ich weiß auch nicht, ist jetzt, sind die Zelte noch immer da in den Häusern oder sind es woanders? Das sind halt so Sachen, wo man denkt, ja, was, okay, jetzt haben wir das Zelt. Das ist jetzt eine Aufgabe mal. So, wir werden uns da gleich mal die Packung Reis reinziehen. Wir haben das Zelt. Was machen wir danach? Okay, ja, dann müssen wir einen Standort suchen, wo wir es aufstellen. Ich hätte voll Bock irgendwo in ein Hochhaus oder oben auf ein Hochhaus oder irgendwo sowas. Oder irgendwo in einem Wald, da ist es halt wieder die Frage, wo ganz genau. Dann, du musst immer auf demselben Server spielen. Wenn der Server dann down ist, dann habe ich das Problem, ich will aufnehmen. Ja, unmöglich, weil der Server gerade nicht geht. Und bei DC ist es immer zurzeit schwer, Aufnahmen zusammenbekommen. Halt, gerade wenn du mit 2 oder 3 Leuten spielst, willst. Und da macht einfach DC mehr Spaß, glaube ich. Als wenn du nur die ganze Zeit, weiß nicht, zu zweit oder alleine herumrennst. Beziehungsweise auch schon zu zweit ist es grenzgenialer als alleine, weil du einfach Gesprächsthemen noch zusätzlich hast. Wie mein Hardware-Thema. Ich finde das Hardware, ich hätte ja gerne, wenn es möglich wäre, irgendwie, keine Ahnung, es ist halt urschwer an Hardware ranzukommen, die man einfach so testen darf und Reviews machen. Ich wäre ja da voll, wäre ja voll motiviert, einen zweiten Kanal oder direkt, eher auf einen zweiten Kanal wahrscheinlich. Als Review-Kanal zu machen. Nur das Problem ist, man muss zuerst einmal einen, ja, irgendwie seinen Kanal aufziehen, dort ein paar Videos machen und dann anfragen kannst bei den Herstellern, ja, kann ich was zum Testen haben. Das ist ja egal, ob ich das nachher behalten darf oder zurückschicken muss. Das wäre komplett wurscht im Endeffekt. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass man. Pass auf, runterlaufen, aufpassen, Fenstersturz sonst, dass man die Hardware bekommt zum Testen, weil kaufen bei Hardware, wenn du hast keine Ahnung, Kameras, Vorstellungen, Hardware, Grafikkarten und so weiter, halt gerade Computerelemente,
Das kannst du nicht kaufen, das ist unmöglich. Was machst du mit dem Zeug? Müsstest du das kaufen und ums gleiche Geld wieder verkaufen, wenn das möglich ist, aber das ist auch nicht so möglich. Jetzt ist halt immer die Frage, was machen wir halt? Gesprächsthemen bei DC finde ich, wenn genug Hardware-Fragen kommen. Aber es ist halt immer die Sache, finde ich genial, Hardware-Fragen als Gesprächsthema. Nur das Problem ist, es entwickelt sich ja auch nicht von heute auf morgen gleich fünf neue Dinge, sondern es dauert eine Zeit lang, bis sozusagen die nächste Hardware da ist. So, ich laufe jetzt in das Haus hier hinein und geht aufs Dach. Und dann, ja, jetzt kommt die Frage, was für eine Grafikkarte empfiehlst du? Dann ist der Bart eine Woche alt oder zwei, dann sind die neuen Grafikkarten zufällig rausgekommen. Okay, ja, dann ist es auf einmal eine andere wieder. Es ist halt immer schwer, wie man es genau macht. Wie man es macht, ist es falsch, kann man sagen. Es ist halt, ja, bei sowas auch immer so eine Sache. Darum, einzelne Grafikkarten vorstellen oder sowas wäre viel besser, als wenn du dann nur, aber nur vorstellen kannst du es ja auch nur, wenn du es blöd genommen selber in der Hand halten kannst. Ist halt so. Jo, aber zurück zum Thema DC, weil das schweift da schon wieder mal in weites Fern ab, wo man sich noch nicht bewegen wollen oder können. Ja, DC ist geiles Spiel, keine Frage. Nur, ich muss ehrlich sagen, zurzeit ist es halt für mich eher was Mühe macht und nicht was Spaß macht unbedingt. Halt manchmal macht es mir DC extrem Spaß, so wie letztens da, wo wir uns getroffen haben, wieder, dann erst wieder hingekommen und jetzt auf das Zeltsuche. Jetzt zum Beispiel die Zeltsuche ist sowas. Ja, cool. Geil, aber es gibt keine Zelte und deswegen, oder es gibt Zelte, aber nur nicht für mich oder sowas. Und deswegen ist es ein bisschen problematisch, dass ich was finde. Was ich auf jeden Fall schon festgestellt habe, ist, dass ich die untersten nicht anschauen muss, weil die sind ja gar nicht begehbar. So, und wir brauchen eigentlich nur die Balkone abschauen, soweit ich weiß. Und ich glaube, die äußersten auch nicht. So, jetzt gehen wir noch auf die ganz äußersten da. Okay, das sehe ich schon fast nicht mehr. Weil ich weiß nicht, ob es auf dem Balkon oder im Zimmer ist. Weil wenn es im Zimmer ist, habe ich jetzt das Problem, dass ich da gar nicht hinein sehen kann, so richtig. Aber eigentlich so einen blauen Riesensack, den müsste man ja leicht erkennen. Das ist es nicht. Und nur jetzt, weiß nicht, 20, 30 Watt lang, dummes Zelt suchen. Ich glaube, da habt ihr auch keine Geduld. Zwar tue ich das jetzt können, kann ich das gerne jeden Tag machen, weil dann haben wir jedes Mal Service sozusagen und schauen, ob wir da irgendwo ein Zelt finden. Aber ich glaube, das wird halt euch auch ein bisschen abschrecken, beziehungsweise ja, nicht direkt abschrecken, es wird halt euch auch irgendwann langweilig werden. Und dann werden die Suche ja noch weiter runtergehen. Und auf das habe ich überhaupt keinen Bock, weil ich will euch hier unterhalten und mit einem Suchmuster unterhalten geht halt nicht. Was wir auf jeden Fall machen könnten, ist einmal nach Tscherno hinunter, dort ein bisschen PvP machen. Das werde ich auch jetzt die nächsten Tage noch machen. Ich will es jetzt ein bisschen abwarten, zumindest bis Sonntag. Der Part kommt jetzt am Mittwoch. Bis Sonntag hätte ich aber auf jeden Fall vor, mal, ja, entweder solo oder wenn es wieder ergibt, zu zweit. Wenn es sich nicht ergibt, ja, einfach solo weiter. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft und dann können wir sicher noch immer entscheiden, was wir genau machen. So, ich habe da jetzt eigentlich alles abgesucht. Warte mal, da hinten könnte ich vielleicht noch reinschauen von da. Du willst was trinken? Achso, ja, ich habe eine Packung Reis gegessen. Stimmt ja, stimmt ja. Halt, ihr seht, wir haben auch jetzt gerade ziemlich gute Ausstattung. Wir sind da eigentlich ziemlich schön unterwegs. Wir brauchen nur mehr das in Schwarz und das Visier hätte ich noch gerne. Aber sonst haben wir eigentlich alles. So, die 022er Rounds, die kann ich eigentlich wegschmeißen. Die braucht kein Schwein da. Die ACP-Muni, die hebe ich auf. Was ist das? ACP. Die kombinieren wir mal. Dann haben wir dann 40er Stack, 40er Stack. Das ist genug, das ist genug. Da haben wir nochmal was zum Trinken. Da habe ich unser Barett habe ich da mit. Für die Zusammenkünfte. Ja, schreibt es mir auf jeden Fall wieder in die Kommentare hinein, was wir. Vielleicht bei anderer, halt von denen, die schon geschrieben haben, die von denen weiß ich sehe. Oder was ihr noch mehr denkt über das Projekt DC oder über ein anderes Projekt. Vielleicht sollte ich ja auch mit, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwem, der noch DC spielt und
irgendwer eine Gruppe macht und die mir ein bisschen mehr PvP machen, wo ich mich ein bisschen einbringen könnte, ist halt die Frage immer, wie viel Zeit kostet es? Weil zurzeit ist es einfach so, DC für mich ein Projekt, was ich ja einmal sozusagen aufnehme, hochlade, fertig. Sozusagen nicht irgendwie Vorbereitungszeit braucht. Weil wenn ich jedes Mal frisch looten muss, bis ich eine Aufnahme zusammen bekomme, dann kann ich es vergessen. Das ist einfach zu zeitaufwendig. Und ja, ich hätte noch gerne einen Zombie suchen, den ich noch schnell umbringen kann. Aber irgendwie sind da keine. Wieder mal alles leer. Ja. Dann würde ich aber trotzdem sagen, wir beenden das für heute und sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Halt, ich mache das jetzt wieder live. Schau, dass ich morgen wieder so hinkomme, dass ich die frischen Kommentare habe. So, und wir beenden das mit einem Schuss auf die. Ich muss jetzt kurz ein bisschen so laufen. Ach, das geht sich nicht aus. Ja, scheiße, geht sich nicht aus. Ich wollte jetzt einen Schuss machen auf irgendein Ding, noch hinunter. Ich will noch irgendwas schön treffen, bevor wir jetzt Schluss machen. Die Tür. Boah. Schwankt das. Ja, super. Und wenn du in der Hocke bist, siehst du wieder nichts. Aber es war knapp noch die Tür. Man hat das Einschussloch gesehen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns aber auf jeden Fall morgen wieder. Dann aber auf jeden Fall nicht mehr höchstens ganz kurz da die Häuser durchschauen. Und dann ab in den Süden nach Tscherno. Und dort werden wir uns dann ein bisschen umschauen. Und vielleicht haben wir auch das mögliche Glück auf ein bisschen PvP-Action. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.